Schönen guten Tag, ich bin der Gregor und es geht weiter mit einer weiteren Ausgabe des Playthroughs zu... Alter. Nicht zu Alter, zu Soleil. Zu Soleil, okay. Oh, Moment. Ah, okay, ich sehe es, ich sehe es. Okay. Das muss hier weg. Bisher der Rätselfaktor ist hier natürlich geringer als bei Legend of Zelda. Aber ein bisschen knobeln muss man trotzdem noch. Es sind mehr... Ja, die Rätsel sind hier nicht dazu da, um dich sozusagen für lange Zeit mit dem Puzzeln aufzuhalten, sondern mehr während du eine Gegend erkundest, beiläufig zu unterhalten oder zu sozusagen, man muss parallel eben kämpfen und denken hier die meiste Zeit, während man wirklich auch sehr schnell agieren muss wegen der Gegner. Und das ist es, was man hier so anders als bei Zelda ausloten muss. Eigentlich Kadamba, was ist denn hier los? Ah, ich muss dahin. Okay, ich muss ein bisschen Schwung gewinnen, bis ich wieder in das Loch komme. No pun intended. Okay, während ich das hier versuche, erzähl kurz, ich habe mir auf dem japanischen PlayStation Network, ich besitze das zwar schon in CD-Fassung, aber die geht nur an der PlayStation 2. Und ich finde es ganz, okay, ich finde es ganz angenehm, wenn man das direkt auf der PS3 mit dem PSN hat. Die Phantasy Star Collection, die japanische, die alle Phantasy Star Spiele, bis auf die Online-Geschichten, aber die sind ja nicht so wichtig, verstehe. Arte, was auch immer das bedeuten soll. Oh, vorsichtig. Für ein Apfel und ein Ei. Alter, das ist jetzt gefährlich. Okay, oh, ich hatte wenigstens noch genug Energie. Oh! Oh, 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 oh. Schwierig. Okay. Ah, okay, so schwer ist es nicht, so schwer ist es nicht. So. Das kommt ganz runter. Und der kommt ganz zur Seite. So. Und... brauchst einfach nur nach unten durchschieben, die Zündschnur. Komisches deutsches Wort. Aber... na? Flump. Okay, aufpassen jetzt sogar. Aufpassen, aufpassen. Oh, da öffnen sich sogar Löchers. Okay, ich sehe drüben eine Hütte. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir machen es noch zur Hütte und dann speichern wir ab. Oh, Alter. Ich bin nicht besonders klug. K-L-U-K. Okay, ich glaube, es wird wieder Zeit für Seal. Das sehe ich nämlich hier schon. Flump, 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 flump. Okay, falscher Winkel. Flump, 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 flump. Okay, und jetzt kann ich da hinten rüber, aber wir wechseln gleich wieder zu Charlie. Ich glaube, ohne ihn möchte ich das gar nicht mehr spielen. Gut, dass ich ihn bestochen habe vorhin. Ne? Stell dir vor, ich hätte dann es nicht geschafft und ihn nicht bekommen, aus irgendeinem Grund. Dann wäre es ja essig gewesen. Mal gucken, was hier unten ist. Oh, ist das etwa ein Tapir? Das ist ein Tapir. Hallo, ich bin ein Tapir. Dies ist die Chamäleonwüste. Sie steckt voller trauriger Träume. Natürlich steckt sie voller trauriger Träume. Was könnte denn da sonst drin sein? Sand? Ich weiß es nicht. Oh, ein Walross, oder? Nee, ein Dinosaurier. Ich habe diese Wüste noch nie verlassen. Macht es Spaß, in der Außenwelt zu leben. Das Leben hier ist enorm. Ich habe nicht den Mut zum Fortgehen. Was soll ich tun? Ich kann ihm, glaube ich, keine Lebensberatung geben. Hier ist Duft. Gestank, ja, wir hatten ja schon Gestank, ne? Jetzt haben wir auch Duft hier, oder Stinky, oder so. Die Menschen haben versucht, den Turm von Babel zu bauen, damit sie den Himmel erreichen könnten. Doch der Bau wurde eingestellt, bevor der Turm fertig war. Ich frage mich, was da wohl passiert ist. Ich mich auch, aber das werden wir ja noch rausfinden. Dieser Dinosaurier, ich bat ihn, mir beim Überqueren der Meere zu helfen, doch er hat Angst. Er hat einen riesigen Körper, aber keinen Mut. Okay, vielleicht wird das dann, nachdem wir die Babelturmnummer gemacht haben,
uns noch peripher tangieren, sozusagen, oder noch von Belang sein, aber ich glaube, erstmal ist unser erster Order zum Turm zu bauen. Oh, nochmal hier Ramses, nee, wie ist er? Ramsay. Der Ram, die Ramsau. Ein neuer Partner, eine Fledermaus, was kann die denn? Ich bin eine Fledermaus, ich kann dir einige Zeit lang Schutz vor schweren Angriffen gewähren. 100 Marlin, wie viel habe ich denn? 103. Na, erstmal nicht. Ich möchte die zwar alle komplett haben, aber ich glaube, habe ich ein Kätzchen nämlich. Genau das. Ein Kätzchen ist ein bisschen wichtiger. Kann das noch einmal tun. Da es ja keinerlei anderen Health-Items gibt. Und ja, ich glaube, Turm von Babel kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Ich hole dich das nächste Mal dann dort ab. Okay, dann verlassen wir unsere kleine Oase hier. Und wir gucken mal. Was ist das denn hier? Wo? Achso, hier kommt man wieder durch in Richtung Anfang. Ja. Und wir haben die Kamelienwüste durchquert. Der Turm von Babel ist rechts. Was ist hier unten? Nichts, wenn ich drauf drücke. Da kann ich noch nicht dran vorbei. Okay, wir gehen zum Turm von Babel. Ah, okay. Sicher ist sicher. Ja, die Daten sind gesichert. Okay, Turm von Babel, ich kann hier nicht rüber. Aber da ist... Oh. Nee, mit dem Schwert komme ich hier nicht hin. Und ich glaube nicht, dass ich so abprallen lassen kann, dass es... Ich komme zwar damit durch, aber... Nee, das ist noch das Falsche. Okay. Von zwei Leutchen. Erinnert mich gerade, ja, an zwei Sachen. Es gibt den Serpent's Tower in Final Fantasy VI. Da ist so ein Kult drin. Ja, man muss den kompletten Tower bestehen, kann aber keine physischen Angriffe machen, sondern nur Magie. Das ist schon ziemlich extrem. Und es sieht aus wie bei, auch wieder, Expresslift Nonstop nach oben. Das sind Sahasralas Tipps aus A Link to the Past wieder. Also die waren ja auch innerhalb der Dungeons in so einer, auf so einen Tafeln und dann sind die Steinquader vom Boden hochgeflogen, haben sich gegenüber geschleudert. Ich hoffe, die machen es hier nicht. Okay, das war wirklich ein Expresslift. Der ist schon sehr weit nach oben gegangen. Der hier ist auch nicht zu, aber ich klettere mir mal am Seil ein bisschen hoch. Ho? Alter, was ist das denn? Alter! Hey du, klettere an mir nicht wie an einem Seil hoch. Alter, das ist ein Boss. Das ist ein fucking Boss. Okay. Hops. Okay. Kann ich ihn... Oh, und jetzt beginnt es auch noch richtig an zu ruckeln. Okay, ausweichen. Okay, das Herz kann ich nicht beackern. Alter, das wird schon heftig jetzt hier. Aber die Ruckelei, glaube ich, hilft ein bisschen. Aber es ist mehr Slowdown als geruckelt. Okay. Ah, gut, gut. Wenn die Arme kommen, ich muss sie so wegballern. Das bringt mir nichts. Aber ich brauche... Okay, hops. Ich brauche eine Chance. Nee, so komme ich nicht an das Herz ran. Okay, die Arme kann ich auch nicht zurückschleudern. Irgendwo muss der Trick sein, oder? Okay. Ah, okay, gut, gut. Wenn er so weiß wird... Alter, scheiße. Okay, jetzt wird's heftig. Gerade war das doch noch so easy. Jetzt habe ich nur auf... Oh, shit. Auf die andere Seite. Nicht drüber springen, nicht drüber springen. Das bringt nichts. Ich muss auf die andere Seite. Hier auf die andere Seite. Auch wieder sehr shoot-em-upig. Beide? Scheiße. Okay, merken. Die Arme wegballern und dann, wenn er den Strahlemann macht. Oh, oh, falsche Richtung! Alter, das ist heftig. Heftige Scheiße. Das ist immer das Problem, man darf nicht in Panik geraten. Okay, ein Hit wahrscheinlich noch. Nicht in Panik geraten. Oh, ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, und... Das war's. Roxy, du hast mich geschlagen, doch du kommst nie mehr nach oben. Zähler, der maximale Gesundheitspunkt statt von Flopsy hat sich erhöht. Ich habe wieder einen Hitpoint oder einen Apfelpunkt mehr.
Ein Apfelcontainer. Hey Flopsy, wenn du hoch möchtest, solltest du nach Schloss Eisig gehen, meine Heimatstadt. Sie liegt südlich auf der anderen Seite des Meeres. Dort kannst du eine Pflanze finden, die schnell wächst. Oh, eine Ranke. Mit ihr kommst du hoch. Was sagt die Zeit? Ah, wir liegen doch, glaube ich, angenehm in der Zeit. Okay, damit wir hier weiterkommen. Ich glaube, ja, so lange ist es ja nicht her, aber ich kann mich ja noch erinnern, der Dinosaurier, wie meine werte Großmutter zu sagen pflegt, ist der Dinosaurier, der befindet sich ja hier am Eingang der Chamäleonwüste. Oh ne, falsche Richtung. Wo ist sie denn? Da. Flump. Okay, und vielleicht braucht ihr jetzt ein bisschen Überzeugungsarbeit. Du möchtest, dass ich das Meer überquere? Das kann ich nicht. Ich habe noch nie so etwas getan. Pingi. Ah, Pingi wenigstens. Er ist, meine Tiere sind Motivationstrainer. Ja, erstmal Jacke wie Hose, ne, wie ist er? Johnny der Hund mit dem Hasen und jetzt Pingi oder Pengi, wie auch immer sie ihn nennen wollen, mit dem Dinosaurier. Du lebst hier weiterhin bis an dein Lebensende deprimiert. Okay. Wartet, ich komme mit. Ich möchte nicht so deprimiert leben. Ich weiß nicht, ob ich das Meer überqueren kann, aber ich werde es versuchen. Ich weiß es. Erst wenn ich es ausprobiert habe. Der Dinosaurier hat sich der Gruppe angeschlossen. Und da ist er. Überlasse mir gefährliche Überquerung. Ich habe keine Ahnung, wo er sich gerade befindet. Oh, aber seht ihr. Charlie und der Dinosaurier zusammen Fähigkeit stärken. Ah, und ich kann jetzt... Oh, ich kann so schnell über Wasser gleiten mit ihm. Ah, aber okay. Wenn ich Charlie nicht dabei habe, Kombination wirkungslos, seht ihr dann, er stärkt... Fähigkeit stärken bedeutet, dass der Dinosaurier dann schneller laufen kann, während er dann schwimmt. Okay, es ist wichtig, die Kombination vernünftig auszuloten. Aber wir nehmen erstmal den Dinosaurier, brauchen wir später. Also wir bewegen uns dann noch zum Meer hin. Und dann war es doch ein relativ erfolgreicher weiterer Teil von... Da ist Schloss Eisig, okay. Ah, oh, und ich gehe automatisch dann darauf. Okay, Leute, bevor wir zu Schloss Eisig gehen, machen wir für heute Schluss. Im nächsten Part schauen wir uns dann einmal an, was in Schloss Eisig denn so abgeht und ob der Name auch wirklich Programm ist. Ich war der Gregor, das war ein weiterer Teil von Soleil und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.